ihr Lieben, da bin ich wieder. Und ich weiß, dass ich jedes Mal sage, ich freue mich sehr, aber heute freue ich mich wirklich sehr, denn es ist meine Lieblingskategorie und ich glaube auch eine eurer Lieblingskategorien, die ich mache, nämlich Amazon. Alle 2-3 Monate oder wenn ich genug zusammen habe, von dem ich denke, okay, das könnte wirklich was für euch sein, mache ich so ein Video und das ist eben heute der Fall. Vielleicht hätte ich es eine Woche vorher machen sollen, denn heute ist Muttertag, aber ehrlich gesagt, all die Sachen, die ich heute vorstelle, sind sowohl generationsübergreifend als auch geschlechterübergreifend, als auch völlig unabhängig von Feiertagen. Aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Amazon hat zumindest heute irgendwie ein paar spezielle Angebote. Das heißt, es kann also gut sein, dass einige der Sachen, die ich euch vorstelle, sowieso im Sonderangebot sind. Ansonsten wollte ich mich nochmal kurz bedanken bei euch für zwei Dinge. Erstmal hat mich jemand sehr freundlich darauf hingewiesen, dass es nicht Seoul heißt, sondern Seoul. Ich werde mir viel Mühe geben, das demnächst zu beachten. Ich glaube, es ist ungefähr so viel von Erfolg gekrönt, wie mein Bemühen, nicht mehr so oft sensationell zu sagen. Und Freunde, ich schneide das schon oft raus, ne? Also das nur nebenbei. Und ich wollte mich wirklich ganz doll bedanken. Ich habe einen kleinen Aufruf gemacht für die Sternbrücke und da sind ein paar Spenden zusammengekommen. Das fand ich ganz toll und ganz lieb von euch. Und in dem Zusammenhang noch eine kleine andere Sache, auch wieder nur für die Leute, die in Hamburg sind. Die Hamburger Tafel macht jeden ersten Samstag in den großen Einkaufszentren, wieder im IZ, wie Europapassage, in Billstedt und eben Hamburger Meile, wo ich letzte Woche am Samstag war, jeden ersten Samstag im Monat eine Lebensmittel-Spendenaktion. Ich habe also da vor Rewe gestanden und jeder, der da reingegangen ist, den habe ich vorher abgefangen, habe gesagt, wir sammeln heute Lebensmittel. Falls ihr mal eine Nudel übrig habt von ja, also all die Sachen, die sich halten, dann kauft das doch bitte an der Kasse mit und schmeißt uns das in den Wagen. Es waren ganz viele reizende Leute dabei. Es gab auch welche, die mir gesagt haben, nee, für sowas bin ich nicht zu haben. Okay, dann nicht. Einige fühlen sich wirklich belästigt, das habe ich gemerkt. Die also machten gleich so, nein, nein, bitte sprechen Sie gar nicht mit mir. Ist okay für alle anderen, denen danke ich wirklich sehr. Ich weiß, dass es knapp für alle ist, auch mit der Kohle im Moment. Und für jeden, der da einen Euro übrig hatte, bin ich sehr dankbar. Also, das war jetzt in eigener Sache. Mädels, bevor wir jetzt lange labern, ist es Sonntag, ist es Mina-Time, ist es Amazon-Time. Let's go. Apropos, ne? Ich habe ja auch die Moderation gemacht bei der Sternbrücke. Die haben immer den Tag der offenen Tür am 1. Mai und dann gab es da so einen kleinen ja, Entertainment-Part, ich sag mal so 2-3 Stunden. Und ich habe das eben moderiert und dann war unter anderem einer der Gäste war, kennt ihr noch von Orange Blue, den Volkan Beider. Der hat so eine tolle Stimme und den habe ich dann angekündigt und er kam auf die Bühne und so. Und dann dachte ich, ach komm, möchte ich mir selber gerne angucken, habe mich dann so in die erste Reihe gesetzt. Und der Mann hat eine Stimme, die packt mich einfach immer, ne? Und dann fing er an, eines ihrer bekanntesten Lieder ist Powered by Emotion. Und dann hat er das gesungen und dann musste ich echt weinen, ne? Und dann saß ich da bei 23 Grad, sowieso schon mega heiß gewesen, ne? Die Sonne knallte mir auf den Kopf, Make-up verlief und ich heulte. Und dann guckte ein, so ein Kind auf mir, guck mal Mama, die weint. Ja, also das dazu. Womit fangen wir heute an? Wir fangen mit etwas an, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Ich bin ein riesen Teetrinker. Ich trinke viel, viel mehr Tee in meinem Leben als Kaffee. Vielleicht mache ich nachher mal einen kleinen Insert, vielleicht zeige ich euch das jetzt mal hier. Wahrscheinlich klicke ich euch das hier ein, von meiner Teeschublade. Ich glaube, ich habe in meiner Teeschublade im Moment 40, 50 verschiedene Teesorten. Also das nur, um euch zu erklären, ich liebe Tee. Ich habe einen Verschleiß an Teekannen. Ich hatte bisher noch keine gefunden, die mich auf Dauer wirklich begeistert hat. Die letzte, die ich geholt habe, die hat wirklich nach 3 Monaten den Geist aufgegeben. Das merktest du einfach, weil sie von außen dann schon so heiß war, dass sie eben nicht ihren Job gemacht hat und die Hitze in sich bewahrt hat, sondern nach 3 Stunden, 4 Stunden war das lauwarm darin. Und dann habe ich etwas entdeckt, von deren Kombination ich gar nicht wusste, dass das geht. Und zwar ist sie genau das, was ich gesucht habe, aber on top of it ist es noch schön. Eine Thermoskanne, 2 Liter, in diesem schwarz Gold. Und das ist von einer Marke, die ich mir seitdem sehr gut angeguckt habe, denn sie haben nicht nur ganz tolle Thermoskannen, ich glaube, es ist so eine Camper-Marke, wenn ich das richtig sehe, weil die haben auch Thermosbecher und so und alle sind wunderschön. Ideos heißen die. Und ich war wirklich uneins, ob ich die in Schwarz und Gold nehmen sollte. Es gibt die auch in Weiß und Gold, die fand ich auch ganz edel. Aber die haben auch so eine Korallfarbe gehabt, die fand ich auch knallig. Und so ein mintiges, ein dunkelblau, glaube ich noch. Wirklich, wirklich toll. Aber aus meiner Sicht vor allen Dingen relativ einzigartig, weil es nicht so ein Schraubverschluss ist, sondern es ist so. Und es hält so dicht und es hat hier diesen Knopf,
Das heißt, du hältst die Kanne ja sowieso meistens so. Und das hat mich bei dem anderen immer so ein bisschen gestört. Wisst ihr, bei den Kannen, wo man hier oben drauf drücken muss, da war es immer so ein bisschen instabil mit der Hand. Hier hältst du es wirklich fest und hältst es gleichzeitig nur auf den Knopf. Sobald ich den Knopf loslasse, ist hier kein Tropfen mehr, ne? Es ist vorbei. Es hält warmes bis zu 12 Stunden, und das kann ich euch wirklich Brief und Siegel drauf geben, dass das stimmt, bis zu 12 Stunden heiß. Wir trinken ja vor allen Dingen viel Tee abends. Und wenn ich abends um 8 den Tee gemacht habe und am nächsten Tag, weiß nicht, um 10 oder was, dann nochmal irgendwie die Kanne ausspüle und da war noch ein Rest drin, ist der sogar noch warm. Obwohl vielleicht nur so ein bisschen von dieser 2-Liter-Kanne noch darin ist. Ganz toll. Es hält aber auch kühle Getränke kalt, und zwar bis zu 24 Stunden kalt. Es ist wärmebeschichtet, es ist vakuumisoliert, es ist BPA-frei. Es hat eben, wie gesagt, das schönste Design, finde ich, was eine Kanne haben kann. Sie ist schlank. Sie ist mein absolut neuer Liebling, meine Thermoskanne. Die haben auch, ich habe gesehen, die haben diese Thermosbecher, das werde ich mir als nächstes holen. Und das ist noch nicht raus, das war aber auf deren Seite, die haben diese Lunchbecher, wo du eben das warme Essen reinfüllen kannst. Und das mag ich ja ganz gerne für meine Tochter, weil deren Schulessen oder deren Schulkantine ist wirklich eine Katastrophe. Eigentlich muss man die Leute anzeigen. Eigentlich ist das versuchte Körperverletzung, wenn man ganz ehrlich ist. So schlechtes Essen. Ich erwarte wirklich kein Gourmet, ne, bei Schulessen. Aber das ist so schlecht, dass sie letztes Mal sogar einen Handschuh in der Soße gefunden haben. Und dann habe ich noch versucht, das Gute daran zu sehen. Dann habe ich zu meiner Tochter gesagt, naja, aber wenigstens halten sie sich an die Hygienevorschriften. Naja, egal. Also, auf jeden Fall, das kaufe ich mir wahrscheinlich auch von Ideus. Das ist mein erster Vorschlag. Kommen wir zum nächsten. Wir bleiben bei meiner Leidenschaft, dem Tee trinken. Meine Mutter ist ja aus Marokko. Und in Marokko trinkt man ja diesen Minztee. In sehr kleinen Gläsern allerdings, aber vor allen Dingen in Gläsern. Das heißt, ich bin es gar nicht gewohnt, weder mein Tee noch mein Kaffee in Bechern zu trinken, sondern eigentlich immer nur in Gläsern. Bisher habe ich immer ganz normale IKEA-Gläser, weil ich auch einen ziemlichen Verschleiß habe. Aber ich wollte auch mal was Schönes haben. Ich wollte was Ästhetisches haben. Und auf TikTok habe ich immer diese tollen Gläser gesehen. Da haben sie sich die Mädels diesen Eislatte drin gemacht und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was? Doch, nee. Als ich irgendwann bei Amazon gesehen hatte, dass diese Gläser gar nicht so dünn sind, wie ich gedacht hatte. Und zwar sind das diese geriffelten Gläser. So, zeige ich euch die mal. Ich klicke die euch auch ein. Diese geriffelten Gläser, davon gibt es 4 Stück. Und ihr habt dazu auch 4 Glasstrohhalme. Einmal diese ganz geraden hier und einmal mit so einem Knick obendrauf. Aber es ist trotzdem relativ stabil. Und du kannst, und nur deshalb habe ich sie mir dann gekauft, du kannst Hitze bis zu 100 Grad, also bis zu 100 Grad verträgt dieses Glas, ohne zu springen. Was ich aber übrigens auch mal, immer schon, bei allen Gläsern, wenn ich meinen Tee einschenke, wenn er so richtig schön heiß ist, lasse ich immer meinen Löffel drin, weil ich irgendwann mal gelesen habe, dass das so ein bisschen die Hitze ableitet. Und in der Tat ist mir seitdem auch nie wieder ein Glas zersprungen. Den Tee trinke ich dann natürlich nicht mit dem Strohhalm, aber das ist wirklich, es liegt gut in der Hand. Es ist auch schön, wenn ich mal irgendwie ein Essen mache mit Freunden, und tatsächlich lacht immer jeder bei mir, weil zum Abendessen bei mir käme ich jetzt nicht auf die Idee, Alkohol zu servieren. Ich mag gerne irgendwie abends mal einen Wein trinken, ne? Aber irgendwie nie zum Essen. Und hier finde ich das irgendwie schön, wenn ich so meine Karaffe gemacht habe mit Wasser. Ich habe ja diesen Arco-Sprudler, kennt ihr ja. Da mache ich irgendwie so eine Karaffe und dann mache ich da so ein bisschen Zitrone, Limette, Orange rein. Und dann sieht das in diesen Gläsern wirklich ganz, ganz schön aus. Es gibt sie noch in 425 und 550 Milliliter. Ich habe hier die 4 Stück für 350 Milliliter. Das reicht mir für meinen Tee sozusagen. Aber wenn ihr jetzt Longdrinks oder Cocktails oder so macht, dann sind diese 550 Milliliter Gläser vielleicht ganz toll. Das war das. Kommen wir zum nächsten. Ich habe euch doch mal, entweder durch den Trip, durch meine Wohnung, oder ich weiß gar nicht, ob ich euch den auch mal separat vorgestellt hatte. Ich habe einen Entsafter von... Vielleicht darf ich das gar nicht sagen. Ich habe einen Entsafter von Piep. So, ich will ja niemanden irgendwie da in Verlegenheit bringen. Den fand ich so, so toll. Und der ist... Und das ist im Sinne des Erfinders, glaube ich, nach 3-4 Jahren ist er dann auch, hat er seinen Geist aufgegeben. Es ist ein Slow Juicer gewesen und ich habe ihn geliebt. Und dann habe ich geguckt, wollte ich mir den neuen kaufen, und das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Und ich bin beim Durchscrollen bei Amazon an einer Sache hängen geblieben, wo ich gedacht habe, hä? Signifikant preiswerter. Und dann habe ich erkannt, was es ist. Von Amazon ganz clever gemacht. Also die gucken sich an, was funktioniert gut, welche Produkte funktionieren gut. Und wir machen das im Prinzip einfach nach und häufig auch noch in noch besser oder einfach ein 1:1 Dupe. Aus meiner Sicht ist das ein Dupe von dem Piep. So. Zwar sieht der so aus. Ich mochte auch, es erinnert mich so ein bisschen an dieses Smack
Linie mit den Toastern, was alles so ein bisschen auf Oldschool 50er, 60er Jahre ist. Genau, und hier siehst du dann auch die Eigenmarke. So ein bisschen, dass man das sieht. Seht ihr das? Ja, hier. Von Amazon oder Amazon Chef. Das ist der Slow Juicer, exakt wie ich ihn hatte. Also wirklich, als ich das aufgebaut habe, zusammengebaut habe, habe ich gesagt, das ist exakt das. Die Haptik ist dieselbe. Das, was du dazu bekommst, du bekommst eben auch diese zwei Becher dazu. Einmal ist das der Auffangbecher für den Abfall und dann hast du den Messbecher mit den Millilitereinheiten hier zum Auffangen des Saftes. Was ist überhaupt ein Slow Juicer? Ein Slow Juicer, anders als diese herkömmlichen Entsafter, hat kein Schneidemesser und hat viel, viel langsamere Umdrehung und es presst im Prinzip das Produkt, Obst oder Gemüse, durch so eine Spirale und hat dann da vorne so ein Sieb und durch diese sehr langsame Verarbeitung kommt es eben auch nicht zu dieser Überhitzung, wie es bei den herkömmlichen Nicht-Slow-Juicern bisher der Fall war. So bleiben viel, viel mehr Vitamine und Nährstoffe erhalten. Es ist keine Gefahr der Oxidation und der Saft hält vor allen Dingen auch länger. Wo, früher hätte ich gesagt, naja, so innerhalb von 24 Stunden musst du das schon austrinken. Heute würde ich sagen, das hält sich ohne Probleme 3 Tage. Ihr wisst ja, dass ich häufig mal diese Selleriekur mache, von der ich wirklich sehr viel halte. Ich weiß, es gibt keine wissenschaftlichen Befunde dafür, aber das ist mir egal. Mir hat das wirklich bei meinen Autoimmunerkrankungen, gerade was meine Allergie betrifft, ganz, ganz toll geholfen, als ich das erste Mal gemacht habe. Es verarbeitet eben auch diese faserigen Gemüsesachen ganz toll, wie eben Sellerie, aber auch Grünkohl, Weizengras, Gerstengras und so weiter. Also all die Sachen, die vielleicht nicht unbedingt schmecken, wenn man die pur nimmt, aber wenn man die in einen tollen Saft mit reinmischt, dann hast du wirklich die Benefits von dem Weizengras, was übrigens super ist, genauso Gerstengras. Aber da machst du dir das eben mit Orange, mit Karotte, mit Birne, liebe ich übrigens im Moment, Ananas, also all die Sachen, die das so ein bisschen verträglicher machen. Es ist alles waschbar in der Geschirrspülmaschine. Du kannst alle Teile einzeln abnehmen und in die Geschirrspülmaschine machen. Ehrlich gesagt mache ich das immer sofort alles sauber und mit der Hand. Es gibt auch so eine kleine Bürste dabei. Das ist sehr wichtig, weil diese, ich zeige euch das mal, das, was das hier, das muss man, würde ich auch sagen, relativ schnell machen. Das ist wie bei so einer Zitronenpresse oder so einer Orangenpresse. Wenn du das nicht gleich machst, dann klebt das so hart an diesem Ausbringding, da machst du dir nachher mehr Arbeit. Wenn du das sofort machst und eben auch mit dieser Bürste, packe ich das zusammen und setze es dann sofort wieder zusammen hier rein. Ganz, ganz einfach in der Zusammensetzung. Ne? Das finde ich eben auch toll. Es hat nur 4, 5 Teile, zack, 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 ist es wieder zusammen. Ach so, und es hat auch noch, und das fand ich so super, es hat einen Rückwärtsgang. Es hat einen Vorwärtsgang, wo und manchmal verhakt sich da irgendwas. Und bei anderen herkömmlichen Juicer musstest du dann alles auseinanderbauen und gucken, wo hakt es. Hier machst du einfach den Rückwärtsgang, wie bei so einem Auto, wenn du irgendwo nicht weiterkommst, Rückwärtsgang. Und dann spult es das sozusagen wieder rückwärts zurück, wenn bei Sellerie ist das häufig, dass ich das so rumlege und dann machst du den Rückwärtsgang und dann hilft es sich sozusagen selber. Ein ganz tolles Teil, wirklich für einen Bruchteil des Preises von dem Piep-Hersteller. Kommen wir zum nächsten. Und das nächste Produkt, ich sage es ganz einfach, wie es ist, habe ich überhaupt nicht gebraucht, aber ich habe es gesehen und habe gedacht, oh, ist das schön. Und es war so schön, dass ich mich überhaupt nicht entscheiden konnte, in welcher Farbe ich das nehme. Aber ich hatte mein New Tag, sag ich mal so. Mein New Tag, genau, ich bin nackt durch die Wohnung gelaufen. Nein, ich hatte meinen Tag, an dem ich mehr so auf Nude-Töne stehe. Und zwar ist das dieser Salz-Pfeffer-Kombination in diesem ganz wunderschönen Taub und in diesem schön beige. Ich mag dieses Beige, weil manchmal sieht das so ein bisschen Eierschalenfarben aus und ich hasse Eierschalenfarben, weil es mich immer an die Gardine meines Nachbarns erinnert, als ich klein war. Der hatte nämlich, glaube ich, mal weiße Gardinen und war ein Kettenraucher und dann hatte das dieses Gelbe und Gelb erinnert mich immer an Eierschalenfarben. Es tut mir leid, ich hasse es. Deshalb ist es schwierig für mich, ein Beige zu finden, was ich wirklich edel finde und was mich nicht an die Gardine meines Nachbarns erinnert. Und hier ist es von Lars Nysom. Die haben so tolle Kombination. Dann gab es ein tolles Grün, das wollte meine Tochter eigentlich unbedingt haben. Natürlich auch ein Weiß, es gibt auch ein Gelb. Und sie haben exakt diese Pfeffer- und Salzmühle in ganz groß, in fast 30 cm. Kennt ihr diese tollen
Pfeffermühlen, die sie euch bei super Italienern irgendwie immer geben. Das haben die auch. Ich klicke euch das wahrscheinlich sowieso alles ein. Es hat hier ein Malwerk, ein Keramikmalwerk, was wirklich effektiv ist. Ich hasse Pfeffer und Salzmühlen, wo du dich zu Tode drehst. Du kannst das hier sogar einstellen, wie du es gerne hättest, hier unten. Das Malwerk hat hier unten so ein Dreher. Das heißt, du kannst es sehr grob haben, wenn du meinetwegen das Salz ein bisschen grober magst, aber den Pfeffer sehr, sehr fein gemahlen haben wirst. Also du kannst es einstellen. Ja, es hat 6 verschiedene Malgrade, wenn du so willst. Und ich liebe es. Es sieht natürlich toll aus auf dem Tisch. Ich bin ja nicht so der Tischdekorierer, wenn ich Freunde oder wenn ich mal ein Essen zu Hause habe. Aber ich habe so mein kleines goldene, habe ich euch ja auch mal vorgestellt, mein kleines goldene Tablett und da habe ich mein Essig und Öl drauf und daneben stehen jetzt eben diese tollen Salz- und Pfefferstreuer, die als Deko eigentlich schon ausreichen. Das ist wirklich ein Eyecatcher, wenn du reinkommst, seitdem ich die beiden habe, sagen mir so viele Leute, oh, das sieht ja schön aus, wo hast du das hier? Achso, was mir auch wirklich gut gefällt, ist, es ist ein großes Einfüllloch, das nicht mehr die Hälfte daneben geht. Das hatte mich bei meinem anderen Pfefferstreuer zu Tode geärgert, weil ich immer so einen Trichter aufbauen musste, damit diese Pfefferkörner beim Einfüllen nicht alle daneben gehen. Und es hat trotzdem nie funktioniert. Ganz, ganz toll. Ist ein bisschen, ich sag mal, kostenintensiver, als ich vielleicht normalerweise für Salz und Pfeffer ausgeben würde. Aber hier hat sich das absolut gelohnt. Ist übrigens auch ein tolles Geschenk, ne? Falls ihr noch kein Muttertagsgeschenk habt, das ist etwas, über das sich jeder freut, was auch jeder brauchen kann, weil jeder benutzt Salz und Pfeffer. Ihr könnt ja auch Chili oder so reinmachen, ne? Ich habe noch überlegt, ob ich mir den Berryton nicht kaufe und da irgendwie Chili reinmache, wenn du in diesen schönen dunklen Himbeerton da unten noch so Chili-Schoten da drin hast. Das könnte auch cool aussehen. Aber gut, das dazu. Kommen wir zum nächsten. Über die nächste Entdeckung habe ich mich so gefreut. Und bitte verdirbt mir die Freude nicht, indem ihr mir sagt, das gibt schon seit 25 Jahren. Ich habe irgendwann letztens auch mal was vorgestellt und haben mir einige gesagt, oh süß, wie du dich freust. Das hatte meine Großmutter schon. Tut wenigstens so, als hättet ihr davon auch noch nie was gehört. Und zwar sind das Waschmittelblätter. Die sehen so aus. So. Und erstmal finde ich das von dem Umweltgedanken her toll. Es hat natürlich viel, viel weniger Verpackungsmaterialien als diese einzelnen, die kaufe ich sowieso nie, ne? Also die habe ich auch noch nie gekauft. Aber für die diese Tabs nehmen, die musst du auch immer aus Plastik rausmachen, ist überhaupt nicht umweltfreundlich. Hier hast du tatsächlich einen einzigen, so. Das legst du als allererstes in die Waschtrommel und dann machst du deine Wäsche rein und los geht's. Es ist natürlich für das, wofür ich es natürlich nehme, ganz toll, nämlich auf Reisen. Ich gehöre zu den Leuten, die das einmal gemacht haben und seitdem immer wieder. Das Hotel, wo ich in Griechenland immer bin, die haben eine Waschküche. Und ich habe das irgendwann mal gemacht, dass ich gesagt habe, ach komm, ich nehme mal einmal die ganze Wäsche, die wir haben, am letzten oder vorletzten Tag und wasche mal alles, weil ich es war eigentlich so, dass ich am nächsten Tag, nachdem ich wieder angekommen bin in Hamburg, musste ich gleich wieder weg. Und ich finde ja nichts schlimmer, als wenn du von irgendwoher zurückkommst und dann hast du eine totale Unordnung zu Hause. Da habe ich gesagt, komm, ich wasche das einfach mal vorher, sodass ich alle Sachen einfach frisch in den Koffer zurückpacke. Und das war so eine Erleichterung, dass ich das seitdem eigentlich immer mache. Also zumindest, wenn ich in diesem Hotel bin, dass ich einmal meine Sachen oder unsere Sachen alle gewaschen habe, dass wir mit wirklich sauberen Sachen zurückkommen und ich sie einfach nur noch in den Schrank zurückräumen muss. Zumal es auch so eine ganz tolle Wäscheleine da auf jedem Balkon gibt, sodass du deine Wäsche von der griechischen Meeresbrise trocknen lassen kannst. Aber das ist natürlich super, weil dann nehme ich einfach 3 Blätter mit und muss mich nicht mit irgendeinem Waschmittel, was ich in irgendeinem Topf vorher getan habe, abgeben. Es sind 25 Blätter übrigens, frei von Mikroplastik übrigens. Du kannst auch eine Handwäsche damit machen. Dann nimmst du nur ein halbes Blatt, machst das in lauwarmes Wasser und dann machst du deine Handwäsche. Ist auch toll, wenn du eben keine Waschmaschine zur Hand hast. Es ist ab 20 Grad ist das Wasser löslich, also eine absolute Kalttemperatur kannst du auch deine Wäsche damit waschen. Es sind 25 Blatt und sie kosten knapp 3 Euro. Und das finde ich wirklich, nicht viel. Ich habe noch, als ich dann recherchiert habe, habe ich noch andere Sachen gefunden. Nicht von Beckmann, von anderen, mit Lavendel, wo ein bisschen mehr drin sind. Aber die war dann auch selbst umgerechnet signifikant teurer. Also 3 Euro finde ich wirklich super. Und vielleicht zum Muttertag, wer weiß. Tolles Geschenk für deine Mutter, damit du ordentlich waschen kannst. Aber vielleicht ist es ja auch reduziert. Kommen wir zum nächsten.
Das Folgende weiß ich gar nicht, ob ich euch das nicht schon mal vorgestellt habe. Ich wollte jetzt nochmal meine Amazon-Videos durchgucken und dann habe ich es vergessen. Habe ich gesagt, ach komm, ich zeige euch das schnell. Das ist eigentlich eine total sinnvolle Anschaffung gewesen. Davon habe ich ganz viele. Und zwar sind es Kabelclips. Die sehen so aus. Und die habe ich jetzt noch in meiner Verpackung gelassen, weil ich sie mir nochmal neu geholt habe. Es sind 5 Kabelclips mit 1 bis 5 Kabel, die du anbringen kannst. Und das ist einfach super für deinen Schreibtisch, wo du mehrere Aufladegeräte und so hast, wo du nicht immer auf dem Boden irgendwie gucken musst, wo ist das Gerät, sondern du klippst es dir da, wo du es am besten auch nicht so siehst, an deinen Schreibtisch oder auch in der Küche oder was, ne, wo du auch vielleicht so ein Aufladegerät hast, klebst du es dir da ran und dann kommt von der Steckdose das Kabel einmal hier durch und dann hast du es halt einfach immer genau da, wo du es brauchst. Ganz toll. Es gibt ganz viele Leute, die es noch nie gesehen haben, die zu mir kommen und sagen, das ist ja genial. Es gibt es auch in ganz dezent, auch nur dieser eine hier. Klippst du dir, wie gesagt, an deinen Schreibtisch, hast dein Aufladegerät immer parat und hängt nicht einfach so drüber. Ihr macht es dann sozusagen, wenn das Ende eures Schreibtisches ist, macht ihr euch das hier ran und dann kommt dieses Kabel. Okay, jetzt mache ich mich gerade lächerlich, ich merke es selber, ihr werdet schon bis zu mir euer Kabel an eurem Schreibtisch befestigen. Das war nur das, falls ich euch das noch nicht vorgestellt habe. Ich habe etwas gesehen, auch wieder auf TikTok, wo ich gedacht habe, das ist ja genial. Und zwar sind das Möbelrollen. Möbelrollen für kleinere Möbel, die nennen sich Möbelrollen. Ich würde sie nicht unter Möbel per se packen, weil dafür sind sie viel zu klein. Aber über alles, unter allem, was so geschoben werden muss, unter Kaffeemaschinen, eben auch in Safter, alles, was mal so schnell zur Seite geschoben werden muss, wenn es auch sauber gemacht werden muss darunter. Das sieht so aus. Ich zeige euch das wahrscheinlich nochmal hier in groß. Das klippt ja einfach unter die Sachen. Sie sind trotzdem noch stabil, aber wie gesagt, bei der Kaffeemaschine, wenn auch mal sehr gerne was daneben geht, gerne auch bei meiner Tochter, weil sie hat viele Stärken, aber das gehört nicht dazu. Wenn dieses Kind durch die Küche gegangen ist, dann ist das ein Tornado. Also es ist eine Spur der Verwüstung. Auf jeden Fall musst du dann öfter mal Sachen zur Seite schieben. Ich habe das aber auch in einer Aufbewahrungsbox in meinem Kleiderschrank, die ich auch häufig rein und raus schieben muss. Und dann hast du auf einmal Rollen darunter. Ich finde das total genial. Ihr könnt das auch, falls ihr Sachen unterm Bett habt. Okay, bei so einem Teppich wird es wahrscheinlich weniger funktionieren. Aber wenn ihr Parkett habt oder so wie ich, eben ja Parkett oder Vinyl oder Laminat oder so, das ist natürlich toll. Dann macht ihr das unter die Box, die ihr da verstaut habt. Und dann könnt ihr es immer rein und raus holen. 360 Grad drehbar, sehr einfach anzubringen, eben unter allem, was ihr braucht. Ich finde es toll. Ich fand es eine super Idee. Ich will jetzt nicht sagen, macht mir das Aufräumen in der Küche Spaß, aber es geht zumindest schneller und ich muss es nicht immer tragen. Genau, kommen wir zum nächsten. So, das nächste hat mich wirklich sehr begeistert, weil ich ganz viele Jahre nach irgendeiner Möglichkeit gesucht habe, meine Stuhlbeine etwas darunter zu machen, damit das A nicht so laut ist, weil wie gesagt, ich wohne ja im Altbau und meine Nachbarin, die wirklich super nett ist, kam irgendwann mal und bot mir auch solche Sachen an. Und also, ihr kennt ja diese Schoner, die man unter diese Stühle klebt. Ja, Freunde, nach 2 Wochen, 3 Wochen ist der eine verrutscht und so. Und dann hat sie mir gesagt, ja, es gibt welche mit so einem Nagel, da kannst du das so reinhämmern. Ja, habe ich gemacht, aber auch das hat vielleicht maximal 3 oder 4 Monate gehalten und dann musste ich das wieder erneuern. Das war wirklich, wirklich albern. Dann gibt es ja diese riesen Gummidinger, die man da rummachen kann, die sehen einfach porthässlich aus. Deshalb war ich total happy, als ich Folgendes gefunden habe und zwar richtig viele. Ne? Ihr bekommt all das und die sehen, das ist aus Silikon und das sieht aus wie Kork, ist aber Filz und das hält ewig. Das Silikon ist super stabil, ihr könnt das aus, deshalb ist, also es ist trotzdem stabil, obwohl ihr das über fast alle Stuhlbeine machen könnt, quadratisch, rund, ich wollte gerade sagen eckig, wo ist der Unterschied, Jasmina? Also egal welche Form, ihr könnt es einmal schön auseinanderziehen, darüber machen und es verrutscht überhaupt nicht. Es ist seitdem so leise in meiner Küche, ich glaube, meine Nachbarn denken, seitdem ich bin ausgezogen, es ist eine... Das ist wirklich eine Offenbarung und ich war so dankbar, als ich sie gefunden habe, weil es ist, kostet nichts, ne? Ein Apfel und ein Ei, aber
das habe ich mir vor 4 oder 5 Monaten geholt und es ist seitdem nichts verrutscht, es ist nicht durchgescheuert. Es ist so langlebig, dieser Filz, viel, viel mehr als andere Materialien. Kein Kratzen auf dem Parkett, also ich habe gut in meiner Küche kein Parkett, aber es gibt ganz viele Leute, die es ja, weiß ich nicht, in ihrem Esszimmer vielleicht Parkett haben und da hast du keine Lust auf Kratzer, weil das ist echt teuer, wenn du dieses Parkett abschleifen lässt. Also ganz, ganz tolle Entdeckung, diese Stuhlbeinschutzkappen, wie sie heißen. Gibt es in 2 verschiedenen Größen. Lege ich euch wirklich ganz, ganz doll ans Herz. Next. Als ich das nächste gesehen habe, ich stehe ja auf sowas. Ihr wisst, ich mag einfach schöne Düfte. Ich habe euch Raumdüfte vorgestellt. Ich habe euch tolle Kerzen vorgestellt mit Düften. Ich habe euch allen voran meinen absoluten Lieblingswäscheduft. Und das ist auch übrigens einer der meistverkauftesten Tipps, habe ich irgendwann mal letztens gesehen bei Amazon, weil ich kann ja mal gucken, was haben die Leute besonders. Muss ich ja auch. Muss ja gucken, als Feedback, was hat euch von den Sachen gefallen und was muss ich euch zum Beispiel nie wieder vorstellen, weil es einfach ja niemand von euch gekauft hat. Aber diese Blue Home Wäscheduft in Fiore, in der Duftrichtung, die ich euch auch gesagt habe, ist einer der absoluten Renner von euren Käufen. Deshalb habe ich gedacht, okay, das könnte was für euch sein. Und ich sage, es könnte was für euch sein, weil wie sich herausgestellt hat, ist es nichts für mich. Es ist nichts für mich, weil es mir nicht gefallen hat. Im Gegenteil, ich habe mal einen Parfumduft gehabt. Ich glaube, es ist Lipstick Rose, Frederic May oder so. Lipstick Rose ist ein Duft. Kennt ihr diesen pudrigen Babypuderduft, frisch gewaschene Wäsche, so irgendwas dazwischen? Ein sensationeller Duft. Ich habe diese Shake Vacuum Cleaner in Velvet als so sensationell empfunden, als so ein solch toller Duft, dass das mich fast an meinen Parfum erinnert hat. Und super einfach in der Anwendung. Das sind solche Pakete, die reißt ihr einmal auf, da ist ein Granulat drin, das macht ihr auf dem Boden und dann geht ihr mit eurem Staubsauger einmal darüber und es entfaltet ein Duft. Oh, es riecht so toll, Freunde, es riecht so toll. Oh, ich liebe das. Es ist so einfach, wie gesagt, in der Anwendung. Es ist nur, Obacht, und das hätte ich bis zum Schluss lesen sollen, nichts für Staubsauger, die keinen Beutel haben. Ich habe einen beutellosen Staubsauger und es macht natürlich total Sinn, dass das nur funktioniert bei Staubsaugern, ja, die eben Beutel haben und immer wieder kontinuierlich. Das sind ja auch die riechen, ne, ab und zu mal so einen unangenehmen Geruch hat. Beutellose Staubsauger haben eigentlich keinen unangenehmen Geruch, weil ja da so ein Durchlauf irgendwie herrscht, auch an Luft. Aber für Leute von euch, die eben einen Beutelstaubsauger haben, das ist ganz, ganz toll. Ich habe das jetzt bei mir, ich habe das in so einen kleinen Wäschesack gemacht und das hängt jetzt bei mir in meinem Kleiderschrank, weil ich diesen Duft unbedingt irgendwo anders haben wollte. Kommen wir zum nächsten. Beim nächsten Produkt, Guilty is Charged, wirklich, ich bin ein TikTok made me buy it. Es ist eine Rubrik, die ich eigentlich hätte erfinden können, weil ich da so durchscroll und manchmal denke ich mir noch beim Draufdrücken, guck dir das nicht an, dann kaufst du wieder irgendwas. Und da bin ich einfach ein Opfer. Ich bin aber auch ein dankbares Opfer, weil ich so viele meiner Sachen, wenn ich in meiner Wohnung so rumschaue, hätte ich da nicht stehen, hätte ich das nicht auf TikTok irgendwann mal gekauft. Ich gebe auch zu, dass ich ganz viele Sachen gekauft habe, die kein Mensch braucht, ich am allerwenigsten. Aber das war was ich gesehen habe und gedacht habe, oh, das finde ich irgendwie cool. Und zwar sind das Make-up, also es sind Waschlappen, wo Make-up draufsteht. Und da sagst du dir, ja, Freunde, brauchst du das? Nee, aber du brauchst auch nicht mehr als 2 Jeans und trotzdem hast du wahrscheinlich mehr als 2 im Schrank. Aber in der Tat benutze ich das gar nicht als Waschlappen. Warum benutze ich das nicht als Waschlappen? Ich bin ein absoluter Fan, unwiederbringlich, meiner Mikrofaser-Waschlappen. Ich finde, das nimmt wirklich alles an Make-up. Selbst ohne Produkt, wenn ich das nur mit Wasser habe, entfernt es. Ich habe das Gefühl, das nimmt auch hat so einen kleinen Peeling-Effekt. Also meine Mikrofaserhandtücher, ich habe mir allerdings jetzt gerade welche in Rund gekauft, weil ich die mal ausprobieren wollte. Ich klicke die euch auch mal ein oder da klicke ich sie euch ein. In Rund habe ich mir die gekauft mit so einer kleinen Tasche, wo du so deine Hand besser... Die probiere ich mal aus. Aber ansonsten habe ich diese quadratischen Grauen immer. Und die liebe ich, die bekommst du irgendwie in so einem Pack von 12. Deshalb brauchte ich eigentlich keine Waschlappen. Aber ihr seht, was ich meine, wenn ich sage, ich bin da ein Opfer. Ich habe das gesehen, habe gedacht, oh, das möchte ich haben. Letztendlich ist das perfekt als Handtücher. Und zwar wirklich nur als Handtücher für das Gesicht. Denn es ist ja am Ende des Tages trotzdem so, Freunde, machen wir uns nichts vor, selbst wenn du die besten Make-up-Produkte hast und Make-up-Entferner-Produkte hast und du hast dir das Gesicht mit einer Doppelreinigung, wie die Koreaner das machen,
und ich auch, gewaschen, hast du immer noch so hier im Haaransatz oder vielleicht hier unten nicht so richtig weggewischt. Und dann hast du dein tolles weißes Handtuch oder dein beiges oder was für eine Farbe auch immer, gehst nochmal da drüber und dann hast du so ein bisschen diese Make-up-Reste. Und das ist echt hässlich, wenn das dann irgendwo da hängt. Das heißt, ich habe so einen Durchlauf an Wäsche irgendwie gehabt für Handtücher, die gar nicht nötig gewesen wären, weil das Handtuch per se war ja, doch, es war dreckig, aber eben nur durch diese kleinen Make-up-Reste. Hier, dadurch, dass das schwarz ist, siehst du natürlich nichts. Und das Ding ist ja nicht per se irgendwie dreckig, sondern das kann ich dann ruhig mal eine Woche benutzen. Es ist genau die Größe, die ich brauche für mein Gesicht und es sieht toll aus. Falls irgendeiner von euch irgendwie so eine Vermietung hat, meinetwegen Airbnb oder so, dann ist das auch für so eine Wohnung bei Airbnb ganz süß, dass die Leute, ne, dir die Handtücher mit ihrem Make-up irgendwie nicht versauen. Weil einige Sachen gehen ja auch nicht wieder weg, ne? Heißt ja nicht umsonst Permanent Make-up. Kleiner Scherz. Also ich fand die ganz toll. Du bekommst so ein Packung von 6 Stück übrigens. Ich habe jetzt 2 im Einsatz. Die anderen habe ich jetzt in meiner Abstellkammer, damit ich nicht irgendwie 6 irgendwie in Gebrauch habe, sondern die amortisiere ich erstmal und dann hole ich mir die anderen wieder raus. War ein ganz toller Kauf, kann man nicht anders sagen. Kommen wir zum nächsten. Ich stelle fest, so richtig so Deko-Sachen stelle ich euch viel zu selten vor. In meiner Wohnung steht eigentlich schon viel zu viel, als dass ich mir irgendwie noch viel an Deko erlauben könnte. Aber als ich meinen neuen Schreibtisch oder überhaupt mein neues YouTube-Schminkzimmer irgendwie gemacht habe, wollte ich irgendwas, was so schön aussieht auf dem Schminktisch als Pinselhalter. Und da habe ich diese Kombination gefunden. Das ist ein wirklich schweres Glas in 2 verschiedenen Größen. Du kannst auch, also du bekommst es tatsächlich als Set. Du kannst einmal groß, einmal klein. Du kannst 2 kleine oder 2 große bestellen. Das ist in der Farbe Coffee. Es gibt es in 5 verschiedenen Farben. Es gibt noch Clear und dann gibt es noch Cream. Da gibt es Grün und Blau. Ja, genau. Das sind die 5 Farben, die es gibt. Ich habe, wie gesagt, meine Make-up-Pinsel darin. Warum habe ich die eigentlich rausgenommen? Ja, damit ich euch das besser zeigen kann. Ich zeige euch. Soll ich euch das mal zeigen, wie das mit dem Mac? Nee, ihr könnt euch das vorstellen, ne? Ihr seid ja auch nicht von gestern. Es ist aber auch toll, wenn ihr vielleicht das auf den Schreibtisch stellen wollt. Oder man könnte in das Kleine hier auch Zucker reinmachen und das auf den Tisch stellen. Ich habe in diesem Kleinen, weil das auch exakt, vielleicht ist es auch darüber hinaus dafür gemacht, die kleinen Teelichter passen da toll rein. Und das gibt gerade bei diesem Coffee natürlich so ein schönes, warmes, goldenes Licht. Das ist auch ganz, ganz toll. Aber wie gesagt, bei mir ist es im Moment im Einsatz für Pinsel und sieht wirklich super edel aus. Kommen wir zu den letzten 2, glaube ich. Seit 3 Jahren sage ich mir jetzt, ich muss meinen Schrank aufräumen, meinen Kleiderschrank. Und ich habe es nie gemacht. Und das wurde zum Schluss wirklich absurd, weil ich habe meine T-Shirts gar nicht mehr einräumen können. Weil ich habe noch T-Shirts von vor 20 Jahren und ich weiß gar nicht, warum ich mich so schwer davon trennen kann. Auf jeden Fall habe ich mir in einer Mammutaktion vorgenommen, diesen Kleiderschrank aufzuräumen und das habe ich gemacht. Ich habe alles gespendet und alle waren auch ganz dankbar da beim Deutschen Roten Kreuz. Ich habe das auch noch woanders hingebracht. Nichtsdestotrotz stellte sich nachher die Frage, ich hatte nämlich so viel Platz und ich hatte so Sachen in meinem Kleiderschrank, wie so Bikini-Sachen. Ich hatte hier diese ganze Unterwäsche, so Mieder, die man für drunter trägt. Und all diese kleinteilige Sachen, die waren immer so in dieser Schublade und flogen da so rum. Und da habe ich gesagt, ich brauche eine Aufbewahrungsbox. Und es ist erstaunlich, wie viele unfassbar hässliche Aufbewahrungsboxen es gibt. Ich habe sehr, 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 sehr lange gesucht, bis ich eben diese Aufbewahrungsbox gefunden habe. Ich hole sie euch mal. Sonst könnt ihr euch die Größe nicht vorstellen. Sekunde, ich bin gleich wieder da. Sekunde. So, das ist die Box. Ich wollte ja eine große Aufbewahrungsbox, darum ging es mir. Eine große, die auch einigermaßen stabil ist. Und da habe ich die hier gefunden. Das ist eine, die sowohl vorne diesen Henkel hat, als auch hier an der Seite. Ich zeige euch das nochmal, wie das bei mir im Kleiderschrank aussieht. Es hat auch 2 Fächer, und das hat mir auch gut gefallen, die separat zu öffnen sind. Einmal hier und dann hast du da drin eben auch nochmal eine Unterteilung. Das ist mir jetzt zu kompliziert, euch das zu zeigen. Ihr müsst mir glauben, dass das so funktioniert. Es ist bisher das Stabilste, was ich gefunden habe. Ihr seht, da habe ich auch die Rollen darunter gemacht, wie ich diese Möbelrollen, damit das schön leicht rein- und rauszuziehen ist in meinem Kleiderschrank. Ich sage mal, von dem Schönheitsfaktor liegt das so bei 85%. Das ist jetzt nicht das Tollste, was ich gefunden habe. Es gibt es, glaube ich, noch in dunkelgrau, also noch dunkler als das. Und es gibt es noch in beige. Ich hatte kurzzeitig überlegt, beige, aber da hatte ich ein bisschen Angst, dass das zu schnell irgendwie dreckig wird, weil ich das ja häufig rein- und raushole.
Das ist wirklich toll. Es sind 55 mal 33 mal 30 Zentimeter. Also es ist wirklich eine ordentlich große Box. Das ist auch klasse für, weiß nicht, wenn ihr eure Wintersachen da reinmacht oder wenn ihr was braucht für Bettwäsche oder na, Sachen, die ihr irgendwie auf dem Boden dann macht im Winter oder im Sommer, wie auch immer. Es ist für Spielzeuge auch toll, ne? Falls ihr es ein bisschen stylischer haben wollt. Also es ist wirklich ganz multipel einsetzbar und ist bisher das Schönste, was ich gefunden habe. Es sei denn, ihr sagt, ey Jasmina, ich habe eine Aufbewahrungsbox irgendwo gesehen, die nicht nur praktisch ist, sondern auch noch stylisch aussieht. Hier ist der Link, dann wäre ich wirklich sehr dankbar. Aber für mich ist es das Schönste, was ich bisher gefunden habe. Zu den Dingen, die ich gekauft habe, weil ich es auch bei TikTok gesehen habe und gedacht habe, boah, das sieht aber toll aus. Und wo es dann bei mir ankam und ich gedacht habe, brauche ich das? Sagt ihr mir, wie ihr das findet. Das ist so eine Kosmetiktasche, die so ein bisschen diesen Marmoreffekt hat und dieses Roségold. Das hat natürlich ein bisschen bei mir gezogen. Das ist so ein bisschen mein Thema, dieses Roségold. Sowohl hier in dem Reißverschluss als auch hier vorne. Lily England ist die Marke. Ich dachte, das wäre eine schöne Größe, würde irgendwie toll in meinem Rucksack irgendwie aussehen. Am Ende habe ich so viele davon und ich habe mich gefragt, was soll das? Aber vielleicht findet ihr das toll. Ich packe euch auf jeden Fall trotzdem unten den Link rein. Vielleicht habt ihr da ja Verwendung. Aber das ist so ein Ding, als es dann so kam, habe ich gedacht, da hast du auch einen Tag gehabt, Jasmina, ne? Da wolltest du einfach was kaufen. So, zum Thema, da hattest du auch einen Tag gehabt. Ich fliege ja nach Seoul und habe gedacht, ich möchte gerne top vorbereitet sein. Ich habe mir sowohl meine deutsche als auch meine französische Botschaft und Konsulat schon mal rausgesucht. Das mache ich übrigens immer, wenn ich reise, als Precaution sozusagen. Aber ich habe mir auch so eine virtuelle SIM-Card schon mal gekauft, damit ich auch da genug Datenvolumen habe. Und ich habe gedacht, ich hole mir mal einen Reiseadapter. Man weiß ja nie, das hatte ich auf Sri Lanka, dass das dann irgendeine Steckdosenart war, wo ich irgendwie nur eine davon, noch nicht mal davon eine dabei hatte. Das hat mich echt geärgert. Also wollte ich vorbereitet sein und habe mir diesen wirklich sehr, sehr geilen Reiseadapter geholt. Und ich weiß, dass egal, wo ich jemals in meinem Leben hinfliegen werde, ich bin vorbereitet. Denn dieser Reiseadapter, das ist wirklich relativ klein, ist für über 200 Länder geeignet. Das heißt, du hast, ich nehme das mal hier raus, du hast ihn hier mit vier, hat das vier? Ja, es hat vier USB-Anschlüsse. Und dann hat es dieses Klick-Ding raus. Und dann hast du eben diese drei, also entweder passt das hier sowieso schon irgendwo rein oder du hast diesen Aufsatz, diesen und diesen. Also drei extra Aufsätze. Diese vier zusammen bilden im Prinzip die Möglichkeit, in über 200 Ländern Strom zu bekommen. Und dann, als es da war, war ich ganz happy und habe gedacht, dann guckst du jetzt mal, was du da, welches von denen da in Korea irgendwie... Ja, in Korea haben sie denselben Anschluss wie wir hier in Hamburg bei uns vor der Tür. Also, von daher brauche ich das Ding gar nicht. Aber egal, wo ich sonst irgendwie hinreise, werde ich mit dem Reiseadapter gut bedient sein. Zumal das mit diesen vier Anschlüssen exakt das ist. Ich habe mein iPad, ich habe mein MacBook, ich habe mein Telefon und meine Uhr, die ich auflade, die ich immer nicht anziehe, weil die so hässlich ist dazu. Ich habe ja früher diese roséfarbene Band gehabt. Ne? Das ist eine Samsung Watch übrigens. Und jetzt habe ich das in schwarz und das haut immer so raus, wenn ich ein Video mache, dass ich das gar nicht mehr anziehe. Egal, wo ich jemals hinfliege, bin ich mit diesem Reiseadapter ganz toll ausgestattet. Ja, das war's. Ich habe euch alles vorgestellt, was ich gekauft habe. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Ich habe noch eine Sache, so einen Handstaubsauger, den ich mir fürs Auto gekauft habe, der wirklich ganz toll ist. Den habe ich jetzt noch nicht aus dem Auto hochgeholt, deshalb bewahre ich mir das fürs nächste Mal auf. Ja, ansonsten fühlt euch gedrückt. Ich hoffe, ihr sitzt bei Mama auf dem Sofa oder ihr werdet selber reich beschenkt. Meinen Kindern sage ich immer wieder, ich möchte keine Geschenke, ich möchte einen Brief. Und ich habe wirklich jeden Brief zu jedem Muttertag bisher aufbewahrt. Da bin ich, ja weiß ich nicht, bin ich irgendwie... Ich mag so gerne die Briefe meiner Kinder lesen und auch mit den Jahren und mit den Rechtschreibfehlern, die ich so geliebt habe, die sie jetzt leider nicht mehr machen und was für mich irgendwie der halbe Spaß war. Und Sunny, der immer dazu auch seine gebrochenen Herzen irgendwie gemalt hat. Also ganz toll. Das werde ich wahrscheinlich heute machen. Also fühlt euch gedrückt und geküsst und umarmt und vielen Dank für eure Treue und ja, dass ihr immer da seid. Bis dann. Ciao, ciao.